Jetzt haben wir mittlerweile mehr Schwerter als Rüstung. Wir stehen zu Diensten. Das läuft ja gar nicht so schlecht. Das passt hier alles nicht mehr auf den Centi ran, aber hier noch. Und kann das da auch noch mit hin? Aber wie gesagt, hier unsere Beschäftigungstherapie für die Mühle ist ja ein Witz, ne? Das lohnt sich finanziell mal gar nicht. Naja, doch gut, vom Kaufen her denn schon, ne? Weil Kaufen kostet Mehl 160 und hier nur 115. Okay, es macht schon Sinn. Nur beim Verkaufen halt nicht, es bringt uns halt nichts. Gut, wir stellen die Mühle wieder hin, gar kein Problem. Okay, eine reicht uns aber auch. So, Richard, wie sieht's aus hier mit dem Stein? Mal wieder scheiße. Mensch, Richard, mach doch nicht immer so Kack hier. Das läuft bei ihm nicht so. Ach nee. Der macht mir zu schaffen, sage ich euch. So, wir könnten ihm ja mal ein bisschen Gold schicken. Wir haben zwar selber nicht viel. Aber vielleicht kriegt er so ein bisschen was gewuppt. Man weiß ja nicht, worauf er wartet. So, hier fehlt Eisenerz. Hier verkaufen wir mal wieder Stein. So. Wir sind bereit. Was wünscht ihr? Hier lachen wir uns mal wieder unseren Schwertkämpfer an. Sind unsere beiden hier eigentlich angekommen? Ja, gerade eben. Sehr gut. Und sie leben noch. Ich bin ja so stolz. So. Gucken wir uns mal hier wieder ein paar Pferdchen. Wir sind bereit. Hui. So, ich überlege gerade, ob wir hier auch noch an Stein rangehen, weil hier ist momentan nichts weiter besetzt. Aber ohne Witz, wir haben hier eigentlich so viel Stein. Es kommt hier nur irgendwie nichts an. Das ist unser Problem. So, ich packe hier mal noch mehr hin. Was soll da Geiz? Überall hin. Wir können das schon irgendwie abtransportieren. So. Hier gönnen wir uns auch noch mal ein paar. So. Alles wird gut. Und dann kommen die hier hoffentlich an. So, wir kriegen schon mehr Stein, aber könnte tatsächlich mehr sein. So, kaufen wir mal wieder ein bisschen Getreide. Da haben unsere Mühlenjungs was zu tun. Und bäckermäßig könnten wir das auch noch ein bisschen ausbauen. Hier waren zwei dazwischen, ne? So, ach komm, mach mal jetzt einfach mal den Abstand. Ist zwar nicht derselbe. Aber ist auch okay. So, verkaufen. Gott, aber ist hier gerade auch so kurz vor knapp, ne? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Gerade so ein Monat. Es werden Waffen benötigt, Lordschaft. So, mit O. Mal wieder mehr Hütten für uns alle. Sehr schön. Und hier die Steine, ne? Sie kommen halt einfach nicht weg. Sie bleiben einfach. Gott, wie viele Ochsen wir hier jetzt haben, ne? Das sind bestimmt noch 40 oder so. Krasse Sache. Rüstungsmäßig läuft sie gerade auch nicht so. Richard, wie sieht's bei dir aus? Mensch, Richard, kommt zurück. Merkt ihr das? Das wird langsam schöner hier. Goldmäßig ist es gerade nicht so geil, aber Stein ist ganz gut. Können wir es reparieren? Nee, schade. Richard, reparier mal dein Tor da bitte. Das macht mir Sorge, wenn das nicht repariert ist. Wie viel haben wir hier? 24. Da hätte ich tatsächlich gerne noch ein paar mehr. So. Wir folgen euch. Haben wir gleich nochmal einen neuen mehr. Sehr schön. Wir sammeln mal noch ein bisschen. Und dann gucken wir mal, dass das jetzt hier hinhaut. Vielleicht können wir dann auch schon bald anfangen, hier so den Wolf zu dezimieren. Wir stehen zu Dienst. Oh Gott, wir hatten ja hier zwischendurch nichts zu essen. Was ist da los? Hilfe, Herrje. So, die Bäcker, die kommen halt nicht so gut mit dem Backen hinterher, ne? Vielleicht nochmal hier ein, zwei Bäckerstuben. Nein, nee, ihr seid falsch platziert. So. Geht gar nicht, wenn das nicht richtig ist. So. Wir sind bereit. Da haben wir wieder zwei Hansels. Rauf hier mit euch. Hier kommt ein bisschen Gold. So, müssen wir wieder alles ein wenig nachkaufen. Sehr gut, das läuft das wieder halbwegs. Aber wir kriegen hier einfach gerade kein Plus rein mit der Nahrung. Ah, vielleicht noch Fleisch hinterher kaufen. Einfach nur so, damit das hier ein bisschen hochgeht wieder. So, das passt alles. Wir könnten auch noch ein bisschen auf Religion gehen, so, ne? Da hätten wir vielleicht auch noch gute Karten mit. So,
So, packen wir mal hier mal direkt vors Tor. Mal die Mal. Oh, da passt hier noch was hin. Oh ja, hier passt auch noch was hin. Greifen an, Herr. Sehr schön. Also jetzt nicht das mit den Löwen, versteht sich. So, Richard. Hat der... Der hat auch kein Eisenerz mehr, ne? Läuft bei ihm einfach nicht so rund. Ich schicke ihm mal 25 Holz. So. Das hat er schon mal was. Nahrungsmäßig ist bei ihm bestimmt auch kacke. Schicken wir ihm mal 25 Brötchen. Obwohl, nahrungsmäßig sieht es bei ihm ja gar nicht so schlecht aus, ne? Ich glaube, das macht er momentan einfach als erstes, damit es ihm besser geht. Hm. So langsam erholt sich unser Richard hier wieder. Unfassbar. Wir helfen hier auch mal mit Gold nach. Unsere Beliebtheit ist irgendwie auch noch nicht gestiegen. Fließt in die Schatz. Nehmen wir einfach mal die Steuern weg, dann sollte das funktionieren. So, jetzt verkaufen wir hier schon Holz. Unfassbar. Wir sind bereit. Seid gegrüßt. So, die packen wir auch mal hier zu Richard hoch. Weil der Wolf, der ist wieder hier langsam im Kommen, ne? Der hat auch da den geilsten Eisenerzvorrat. Das ist nicht so schön. So, aber guck mal, wir kriegen das Stein gerade ganz gut weggesammelt hier. Könnten wir rein theoretisch hier nochmal was hinsetzen. Dann können sie auch hier rüberlatschen und sich da was holen. Machen wir erstmal so. So, wie sieht's hier aus? Ja, Mensch, jetzt kommt's hier mit den Brötchen. Langsam läuft es. Wir brauchen jetzt schon eine zweite Mühle, wie es aussieht. Das freut uns doch sehr an der Stelle. So. Wir sind bereit. Machen wir Schwerkämpfer. Okay, die passen nicht mehr hin. Schicken wir sie zu Richard. Hallo. Einmal zu Richard, bitte. Der freut sich über Besuch. Oh, jetzt kommt das ganze Stein hier rein. Sehr cool. Dann können wir uns hier mal noch ein paar Pferdchen gönnen. Jawolla. So, beliebtheitsmäßig läuft es hier mit der Religion. Würde ich sagen, packen wir gleich mal noch eine hier mit hin. Dann passt das doch schon mal ganz gut. Alter, was ist denn hier mit den Löwen immer nicht in Ordnung? Müssen doch noch hier irgendwo sein. Wir begeben uns mal mit den paar Bogenschützen hier hin und gucken, wie es läuft. Irgendwo hier waren die bestimmt noch. Dann kriegen wir die hoffentlich so. Wie sieht es hier aus? 4 Monate Vorrat. Ja, sehr schön. Richard kauft ja auch fleißig weiter ein. So, wir schicken ihm mal hier das Eisenerz. Hä, was will er denn? Okay, weiß er jetzt selber nicht mehr. So. Also Stein hier mal verkaufen. So. Ihr habt nicht genügend Güter. Unsere Beliebtheit sieht auch wieder super aus. Wir sind bereit. Mehr Schwertkämpfer, sage ich. Euch, Herr. Guck mal wieder schön hier mit drauf. Wir stehen zu Diensten. So, die kommen hier alle an. Sehr schön. Stein könnten wir Richard auch nochmal schicken. Das sieht doch hier schon mal nicht schlecht aus. Bäume existieren sogar auch immer noch hier in jeder Ecke. So. Wir nähern uns hier auch mal ein paar Meter. Aber bloß nicht zu weit, versteht sich. So. Wir haben kein Mehl. Schlecht. Ihr habt nicht genügend Gold. Und auch schlecht. So, hier haben wir wieder Rüstung. Wir verkaufen jetzt einfach mal die Schwerter. So. Hier ist das ganze Stein. Kommt wieder ein paar Ochsen. Sind wir gleich nicht ganz so arm. Wie viel bringt uns eigentlich hier? 4 Eisen, 92 Gold. Also es ist an sich schon gut, Rüstung und sowas daraus herzustellen, ne? Diese Politik der Nullsteuer in die Schatzkammer. Das Volk liebt euch, mein Okay, Religion und Nahrung bringen uns gerade nicht ganz so viel wie gewünscht. Hm. Okay. Ist ja natürlich jetzt nicht so gut. Warum kriegen wir... Das Volk liebt euch, my Lord. Hier Bier ausschank kriegen wir gerade auch gar nichts hin, ne? Das ist auch ein bisschen blöd. Packe ich mal hier noch mit an die Ecke. Da muss ein bisschen mehr kommen. Ich kaufe dafür auch mal nochmal Hopfen nach. So. Sehr gut. Da fließt das Gold. So, wir sammeln wieder ein paar Pferdchen. Wie sieht es hier hinten mit dem Stein aus? Mittlerweile streiten sich alle um jeden Stein. Das sieht ja nicht so vielversprechend aus, aber hier drüben ist ja immerhin auch noch was zum Steine holen. Das sollten sie ja von der Theorie her hinbekommen, oder? Ist das nur so eine Frage? Gott, ey, der hat hinten so viel Eisenerz und nutzt es nicht mal.
So, unsere Pferdchen unterstützen hier glatt mal. So, mach mal bitte das Pult da kaputt. Das würde mich sehr glücklich machen. Lasst euch nicht erschlagen. Oh mein Gott. So, da hinten sind auch noch die Bogenschützen. Die würde ich auch gerne mal noch gleich mit abfressen. So, einmal hier einen Meter mit weiter. Die Löwen greifen eine Nachricht. Gott, wo sind denn hier noch Löwen, ey? Ich euch tatsächlich unterschätzt. Gott, hat er jetzt schon Angst vor unserer 41 Leute hier? So, wir bleiben mal hier so im relativ sicheren Abstand. Schicken wir mal noch Verstärkung hinterher. So, und unser Vorratslager läuft jetzt hier halbwegs voll. Das gefällt mir ja gut. Eisenerz kommt auch schön nach. Hier müssen wir mal wieder ein bisschen nachholen. So, das läuft. Rüstung können wir einmal verkaufen. Ja, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus hier. Ihr habt nicht sehr schön. Güter. Wir sind bereit. Schwertkämpfer. Seid gegrüßt. So, da haben wir schon mal 27. Die können wir ja auch schon mal ein Stück hier nach vorne latschen lassen. Wie geht's Richard? 137, schicken wir ihm doch gleich mal was zu. Verbündeten. Richard, hier, komm, gönn dir hart. Eure Versorgungskarawane ist eingetroffen. Ja, meine Leute brauchst du ja jetzt hier auch nicht mehr. Das schaffst du schon, ich bin da überzeugt von. Futter sieht auch gut aus. So, und wo sind jetzt hier die komischen Löwen? Hier ist ein Löwe. Mach den nochmal fertig, da. So. Sieht doch schon mal gut aus. Hier hinten ist auch noch was. Schicken wir jetzt mal hier auf den Berg, in der Hoffnung, wir kriegen ihn hier. So, wir haben ihn anvisiert und treffen ihn hoffentlich. Wir treffen ihn nicht. Hallo, helft ihr ihm da mal? Wow, okay, er musste tatsächlich erst sterben. Manchmal ist nicht so leicht, sage ich euch. So, Holz kommt hier gerade richtig gut rein. Das freut mich ja an der Stelle sehr. Braucht der Richard hier noch Holz? Ob er will oder nicht, ich schicke ihm mal 50. Kann er sich freuen. Okay, hat er gleich verkauft, wie es aussieht. So, wir kaufen mal Eisenerz nach. Die Säcke gehen hier. So. Brötchen läuft auch. Können wir glatt mal welche verkaufen. Und dafür mal hier ein bisschen was nachkaufen. So. Bisschen dekadent, ich weiß, aber hey. Alles fürs Volk und so. Und dann hole ich uns mal hier noch ein paar Pferdchen nach. Es werden Rekruten benötigt sein. Hui. Nee. Das wollte ich ja gar nicht. So, hier läuft es irgendwie auch nicht mehr so richtig, was mir allerdings ganz gut passt. Wir warten mal, bis die anderen Pferdchen hier gleich antreten. So, dann können wir hier mal eine neue Siedlung aufmachen. Dann kommen auch wieder ein paar Leute nach. So, dalle. Ja gut, Stein. Ab und zu kommt mal hier einer rübergelaufen und holt sich was, aber so richtig dann auch wieder nicht. Mal gucken, ob das mit den Ochsen da so klappt. Wir verkaufen in der Zwischenzeit ein bisschen Stein. So, Holz passt alles. So. Ja, unsere Dekadenz kennt einfach keine Grenzen. Aber 8 Monate Lebensmittelvorrat, ja? Das mach mal nach. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt. Wir fühlen uns hier oben mal gemütlich. Eure Lordschaft. So, dann kommen wir hier mal langsam ran auf den Meter. Und dann reiten wir auch mal hier so ein bisschen in die Richtung. So, dalle. Goldmäßig sieht es gerade nicht so gut aus. Mensch, Religion, Bier aus Schank. Das läuft hier doch ganz gut. So, nächste Kathedrale. Wir brauchen das Gold. Ja, läuft schon. So, Schwertkämpfer. Wir sind bereit. Kriegen wir so auch hin. Sehr schön. Wir folgen euch, Herr. Obwohl ich fast sagen würde oder behaupten würde, wir brauchen die gar nicht mehr. So, gehen wir hier nochmal ran auf den Meter. Dann kriegen wir hier hoffentlich alle. So, wir schießen da jetzt einfach mal darüber. So, er hier nervt mich irgendwie noch. Na, ihn kriegen wir gleich auch noch weg. Ich glaube, das läuft gleich ganz gut.
So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ihr habt nicht genügend Güter. Mehr verkaufen, kaufen, verkaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. So, läuft. Wir sind bereit. Nachschub an Schwertkämpfern. Können wir hier mal gleich Nummer 2 hinterher viel. Schicken. Wir stehen zu Dienst. Ja, macht mal das Tor da platt. Brüder. Was haltet ihr denn davon? Ich finde die Idee gut. So, Eisenerz mal nachgekauft. So, ein bisschen Käse. Wir müssen ja hier unsere Beliebtheit aufrechterhalten. Eine Nachricht von Bogenschützen. Richard Löwenherz. Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln. So, jetzt einmal darauf. Das wäre ganz toll. So, der ist ja immer noch nicht tot. Mach den platt. Irgendjemand muss doch da mal treffen. Hä, auf wen schießen wir denn hier immer? Meinen wir denselben? Irgendwie ja nicht, ne? So, aber hier, das wird langsam auch. Sehr schön. Wie viel hat denn der Wolf noch? Eine Nachricht vom Wolf. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als euer Vater. Wir sind so, hier bereit. Special Mission. Werden wir da einfach mal ein bisschen mitwirken. So, er macht ja einfach gar nichts mehr, ne? 18 Eisen, Alter. Was glaubst du denn, was ich hier... Ne? Ich scheiße das doch nicht. Der hat aber manchmal auch hier Vorstellungen. So, oh. Ich bin manchmal auch doof. Ich verkaufe das lieber, ne? Ich produziere das nicht, ich verkaufe das. So. Bisschen mehr Käse. Das läuft hier noch. Oder können wir auch mal nachkaufen. So. Balancieren wir das einfach mal aus. Wir sind bereit. Es werden Schwertkämpfer kann man immer gebrauchen. Stein verkaufen wir wieder. Ja, sieht doch gut aus hier. So, hier ist mittlerweile alles abgerissen worden. Und zwar auch noch von ihm selbst. Wir stehen zu diesem Pass. So, organisiert euch mal hier ein bisschen. Na, das da zu machen ist irgendwie auch nicht sinnvoll. Sie sind wehrlos. So, aber schau mal einer, guck. Jetzt kriegt er hier nichts mehr nachgeholt. Wir folgen euch, Herr. So, wir beschützen einfach mal hier unsere Leute. So, ihr dürft hier schon mal hochwandern. Einer für alle. So, und ihr beschützt die Pferdchen. Na gut, dann können wir jetzt hier auch schon ein Stück reinlaufen. Ich glaube, das taugt dann an der Stelle schon. So, unsere Pferdchen fallen hier gerade so ein bisschen wie die Fliegen, ne? Wir haben es nicht geschafft, alle hier gut zu eliminieren. Aber alles halb so wild. Wir laufen jetzt einfach trotzdem hier hoch. So, Special Auftrag. Special Auftrag. Haben wir noch irgendjemanden hier? Hier, komm, Special Auftrag. Und Special Auftrag. Macht das putt. Was will er denn jetzt schon wieder? Ja klar, er hat es nicht kapiert. So. Einmal hier hoch, bitte. So, wie sieht's aus hier? Immer noch 36. Wir kämpfen uns ganz gut durch, auch wenn nur 3 Pferde überlebt haben. An sich hat es doch ganz gut funktioniert. Hier, macht das mal da oben putt, das ist ja furchtbar. Yay, geschafft! Nur zu, rettet mich. Ich werde nicht vor euch niederknien. Na, dann halt nicht. Mein Gott, der ist aber auch wieder eigen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Was hat er denn für uns? Nichts mehr? Okay, Richard hat nichts mehr zu sagen. Aber wir haben gut Gold gemacht, ne? Viele von uns sind auch nicht gefallen. Waren zum Schluss die Pferde hauptsächlich. Das lief ja an sich gar nicht so unübel. Ja, sehr schön. Vor allem, wir sind die Einzigen, die überhaupt irgendwas produziert haben, ne? Die anderen haben da gar keinen Wert drauf gelegt. Aber, ja gut, wie es hier weitergeht im griechischen Feuer, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!